Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit einer neuen Theorie zu Dr. Vegapunk und woher er seine Ideen hat. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen kleinen Klick auf den Abonnieren-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, vergesst die Notification Bell nicht. Und jetzt geht's los! Dr. Vegapunk ist schon seit seiner Kindheit extremst intelligent. Er kommt aus der kleinen Insel Karakuri und hat dort schon als kleiner Junge den Dorfbewohnern mit seinen Erfindungen geholfen. Die Bewohner sagen, dass er zwar mega die Ideen hat, aber ihm die Materialien und Skills fehlen, diese in die Tat umzusetzen. Auch beweist er eine hohe Moral, da er nicht Kinder als Versuchsobjekte nutzen möchte, so wie Caesar Clown. Wieso würde so jemand für die Weltregierung arbeiten? Okay, das Ganze war unfreiwillig, denn als er mit Judge Windsmoke die Baupläne des Lebens erforschte, nahm die Weltregierung ihn fest, da sie seine Experimente für gefährlich hielten, nur um sie dann letzten Endes selbst zu nutzen. Ja gut. Dr. Vegapunk hat die Pazifister erschaffen, Cyborgs, die für die Weltregierung kämpfen. Der Name ist hierbei irgendwie etwas seltsam. Ein Pazifist lehnt eigentlich jegliche Kriegshandlung ab und sein oberstes Ziel ist der Frieden. Da passen laserschießende Kampf-Cyborgs jetzt nicht unbedingt rein. Dann ist noch die Tatsache, wieso erlaubte Akuma seinen letzten Wunsch in seine Programmierung zu implementieren, dass diese das Schiff der Strohhüte beschützt, bis einer der Bande auftaucht. Die Frage hierbei besteht jetzt, was sind Vegapunks genaue Motive? Von gut auf böse gewandelt scheint es schon mal nicht zu sein, vielleicht wird er auch weiterhin gezwungen, diese Nachforschung anzustellen, oder ihm ist das Ganze mittlerweile völlig egal und es geht ihm rein um die Wissenschaft. Doch einen bisher oft übersehenen Fakt gibt es hier noch. Professor Tsukimi lebte nämlich im selben Dorf. Falls ihr nicht mehr wisst, wer das ist der Professor, der die kleinen Automate erfunden hat, die dann zum Mond geflogen sind und nun Enel folgen. Auf dem Mond entdeckte Enel weitere Automata, welche genauso aussahen wie die Automata, die Professor Tsukimi gebaut hatte, nur dass die auf dem Mond halt einfach noch Flügel hatten. Entweder war Professor Tsukimi selbst mal auf dem Mond und entdeckte die Automata dort, was ich aber eher weniger glaube, oder aber er konnte auch Pornoglyphe lesen und er lernte so das Wissen, aber auch das halte ich für eher unwahrscheinlich. Vielleicht war er auch selbst einer der antiken Menschen, aber er ist zwar alt, aber ob er 800 Jahre alt ist, nee. Aber vielleicht ist er ein Nachfahre und das Wissen, wie man Roboter baut, hat sich über die Generation gehalten. So wie das Meißeln der Pornoglyphe beim Kotsugi-Clan. Vegapunk könnte sein Schüler gewesen sein. Und ihm das antike Wissen beigebracht hat dann eben Professor Tsukimi. Vielleicht war auch Tsukimi ein Die. Wer weiß. Immerhin starb er mit einem Lächeln im Gesicht. Aber naja, wir schweifen zu weit in reine Spekulationen ab. Aber einleuchten würde das Ganze, irgendwoher muss Vegapunk so viel Wissen haben und Tsukimi muss irgendwoher das mit den Automata herhaben. Das antike Königreich war technologisch so überlegen, dass Vegapunk zwar das theoretische Wissen hat, aber die nötigen Materialien einfach nicht zur Verfügung gestellt hatte und ihm die Skills des antiken Königreichs fehlten, um seine Erfindung zu vervollständigen. Damit wären wir wieder beim Anfang des Videos und gleichzeitig auch das Ende. Also ich glaube wirklich, dass Tsukimi einfach ein Nachfahre der Antiken war und Vegapunk war eben sein Schüler. Was ich noch zum Ende hin sagen möchte, findet ihr nicht auch, dass Tsukimis Kopfform etwas sehr seltsam aussieht? So langgezogen? Erinnert mich schon leicht an einen Alien. Meint ihr, er kommt vielleicht von einem ganz anderen Planeten und hat vielleicht Automatos entdeckt und wieder zusammengeflickt? Ich habe in diesem Video eine Umfrage gestartet, welche ihr rechts oben findet. Ich möchte eure Meinung wissen, aber über ein etwas anderes Thema. Und zwar, was denkt ihr? Ist Dr. Vegapunk gut oder böse? So, was haltet ihr nun von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, Daumen nach oben, abonnieren, Notification Bell, whatever. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!